Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ihr seht es vielleicht unten auf dem Radar, ist eine ganze Menge los. Bin gerade rein ins Spiel und damit auch direkt in die Kriegszone. Ich konnte jetzt in der Zwischenzeit noch einiges an Kampfbelohnungen sammeln für die Aufgabe und wir sind auch im Kampfrang aufgestiegen. Wir sind jetzt mittlerweile gefährlich. Danach gibt es nur noch 2 Kampfränge. Und ich würde sagen, nanu, habe ich keine Fraktion gewählt? Doch. Doch, habe ich gewählt. Keine Gegner hier. Keine Gegner? Wieso werden mir keine Gegner angezeigt? Hier fliegen doch aber Gegner rum. Ist egal, dann nehmen wir die erstmal so mit. Ein paar können wir jetzt noch mitnehmen. Die großen Schiffchen, die hier vielleicht gerade noch rumfliegen. Danach geben wir das ab und dann gucken wir mal, dass wir wieder ins Föderationsgebiet gelangen und da ein paar Missionen machen. Es fehlen noch ein paar Stufen, vor allem ein paar Ränge, bis wir dann das Abwurfschiff uns irgendwann mal leisten können. Ach, guck mal, jetzt sind sie aufgetaucht. War wahrscheinlich ein Bug, dass mir alles grün angezeigt wurde gerade. Da haben wir direkt noch eine Anaconda. Das drunter dürfte auch eine Anaconda sein. Sehr schön. Nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. Dürften wir noch mal so um 1 Million machen. Das Community Goal ist jetzt, müsste so ungefähr zur Hälfte abgeschlossen sein. Das wurde allgemein noch mal verlängert, zeige ich dann noch mal. Das wurde an dem Tag, als ich die erste Aufnahme wieder gestartet habe für die Kriegszone, sprich vor 2 Folgen, nochmal komplett neu gestartet. Auch die Zeit wurde nochmal dran gehangen. Wir haben das jetzt nochmal eine Woche oder so, müsste das jetzt noch gehen. So, na komm schon, geh kaputt. Jawohl. Und direkt ein schönes Feuerwerk. Jawohl, nice. So, was haben wir noch? Ach, ist eine Python. Ist natürlich auch nicht schlecht, geht ein bisschen schneller kaputt. Fein. Ja, ich habe wirklich viel gekämpft, um sicher in den Top 5% zu sein. Und ich denke, das sollte dann auch reichen. So, der nächste. Noch eine Python. Relativ weit weg diesmal. Mir kommt es immer so vor, als ob es hier in der Kampfzone so 2 große Gebiete gibt, wo sich alle tummeln, die so ein paar Kilometer auseinander liegen, wie jetzt zum Beispiel. Da fliegen wir von dem einen ins andere. Und los geht's. Hat schon keine Schilde mehr, die Python hier drüben. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon so hatte, aber ich glaube nicht. Ich habe die Vulture jetzt so ausgebaut. Keine Düppelwerfer, keine Schildzellen. Dafür 2 dicke, große, fette Schildbooster und noch einen kleinen Schildbooster. Und das Schild hält halt jetzt echt eine ganze Menge aus, bevor das mal angekratzt wird. Wenn es dann natürlich mal runter ist, dann muss man sich ein bisschen vorsehen, weil wir ja keine Schildzellen dabei haben. Aber das passt schon. Also ich komme damit auch echt gut zurecht. Die ersten Male nicht so, als ich hier wieder hingeflogen bin, aber man sieht sich dann anders nochmal vor, um nicht getroffen zu werden von den Gegnern. So, komm her. Haben wir noch ein paar schöne Schiffchen. Wir haben noch eine Python. Das wäre super. Also ich bin, als ich hier rein bin, gerade die Aufnahme gestartet hatte, war ich gestern hier schon unterwegs, hat noch ein bisschen Geld gefarmt, noch ein bisschen Kampfbelohnung eingesammelt. Und wir dürfen jetzt bei knapp 1 Million nochmal sein, die wir da machen können. Und insgesamt auf jeden Fall über 9 Millionen schon. Mal gucken, ob ich da nochmal herfliege, noch ein bisschen was mache. Ganz drauf an. Außerdem diesmal sehr viele Leute dran teil. Müssen wir gleich mal gucken, wenn wir hier raus sind und in Richtung Godeldock fliegen. Gestern waren schon über 5200, die hier dran teilgenommen haben.
Haben wir noch irgendwas? Ah ja, guck mal, wir haben sogar noch... Oh, eine ASP, was kam hier noch dazu? Noch eine neue Python. Eine Neulingspython. Nehmen wir natürlich erstmal die mit. Die ASP noch da? Jawohl, hier ist er. Oh, die hat nicht mehr viel. Die ist auch relativ weit weg. Hoffentlich kriegen wir die noch. ASP 14.000. Können wir mitnehmen. Die geht schnell runter. Oh, nice. So, haben wir noch irgendwas? Eine Cobra, die dicken Schiffe sind alle weg. Können wir noch mal ganz kurz warten, ob noch ein dickes Schiff dazukommt. Wenn nicht, dann würde ich sagen, guck mal, 930.000, das haut nicht hin, das ist gerade ein Anzeigebug. Das waren, genau, jetzt haut es hin, 1,12 Millionen, wow. Okay, wir schauen mal kurz rein. Tier 3 ist mittlerweile erreicht. Eine Woche geht das noch. Ziemlich genau eine Woche, wenn die Aufnahme live geht. Und knapp 8 Millionen habe ich bisher verdient. Top 5% dadurch. Und 5700 Beitragende. Also das heißt, ungefähr so unter den Top 300 müsste man sein, die die Kampfbelohnung dafür eingesammelt haben. Also nicht ganz 300, aber so ungefähr. Und derzeit gibt es 4,5 Millionen Bonus. Wenn Tier 4, Tier 5 und Tier 6 erreicht wird, sind das, denke ich mal, locker nochmal 10 Millionen, die man da Bonus bekommt. Das ist echt eine geile Sache. Kam noch was dazu? Leider nicht. Leider nicht. Ist egal. Ich würde sagen, wir packen unsere 7 Sachen, die letzten beiden. Die letzten beiden Folgen, die waren schon nur aus der Kampfzone. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin, einmal um die Sonne drumherum. Bye bye Leute, bis später. Vielleicht. Wir haben immer noch, habe ich bis hier heute nicht abgegeben, die 100.000 Kopfgelder in Weiladian und noch irgendwo ein EGM-System. Das ist dort, wo wir die letzten Male Missionen gemacht haben für die Föderation. Das müsste irgendwo, wo ist denn das? Ach genau, hier bei Lorden ist das. Da steht jetzt noch ein Adder rum. Mit dem bin ich das letzte Mal dahin geflogen. Ach komm schon, erstmal wieder Geschwindigkeit aufbauen, das dauert manchmal sehr lange. Wir rüsten hier gleich nochmal die Vulture ein bisschen um, wenn wir wieder Mission machen. Hau ich die Schildbooster raus. Kommt ein Tötungsbefehlsscanner wieder rein. Und ja, ich denke, ja, ein bisschen Frachtkapazität können wir ruhig machen. Aber verdammt, wir sind zu schnell. Für die Mission ist es nicht ganz so wichtig, dass das hier wie eine übelste Kriegsmaschine ausgestattet ist. Ach, wir sind immer noch zu schnell. Nochmal eine Runde drehen. Hübsch aus, wie die Sonne so langsam da hinten verschwindet hinter dem Planeten. Und ab dafür.
So, darf man wieder einmal drum rumfliegen. Bin natürlich genau von der falschen Seite angeflogen. Also es macht schon Sinn, die Station aus dem Supercruise aus ungefähr der Richtung vom Planeten anzufliegen. Damit man nicht wie jetzt einmal drum rum muss. Mit einem kleinen Schiffchen geht es ja eh relativ schnell, das ist nicht so schlimm, wie ich finde, aber wenn man jetzt handelt und mit einem großen, dicken Schiff einmal um die Station muss, dann ist es schon relativ nervig. So, noch das Schiff ganz lassen beim Reinfliegen. Sehr gut, wunderbar. Holen wir uns die Kampfbelohnung ab, die Million. Nachtanken. Ha, wunderbar, sehr gut. Okay, dann gehen wir erstmal in die Ausstattung rein. Welcome to Godel, Doc. Oder Godel. Godel. Godel? Godel? Godel, Godel, Doc. Okay, da sind wir. Hier seht ihr das, zwei große Schildbooster und einen kleinen. Die haue ich jetzt erstmal wieder raus. Brauchen wir nicht unbedingt. Dafür aber hier, wo es leer ist, kommt erstmal eine Schildzellenbank wieder rein. Wobei, warte mal. Ja, doch. Doch, machen wir. Machen wir. Ist ja immer so eine persönliche Geschmackssache, wer da wie mit am besten zurechtkommt. Genau die hier hätte ich gern für 177.000. Die hat ein paar Schildzellen mehr dabei. So, dann auch wieder den Düppelwerfer rein. Ich wechsle da gern mal. Ich mag das beides. Mittlerweile. Und wir haben noch ein bisschen Platz, deswegen kommt der Tötungsbefehlsscanner rein. Es lohnt sich gar nicht. Die brauchen ungefähr 10 Sekunden, habe ich letztens gelesen, bis die ein Schiff gescannt haben. Und da dachte ich mir, okay, bei den teureren, bei den A-Schildscannern, da geht das vielleicht schneller. Aber nee, auch nicht. Die brauchen auch 10 Sekunden. Von daher nehmen wir jetzt einfach den hier mit. Oder warte mal. Die haben beide 3 Kilometer Reichweite. Ich nehme jetzt einfach mal den mit. Ist mir jetzt auch egal. Da haben wir noch ein bisschen Platz für die Energiereserven. Das tauschen wir auch erstmal wieder aus gegen Frachtkapazität. Wir haben zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ach stimmt, das waren insgesamt nur 8 Tonnen, die wir so, wie wir jetzt ausgestattet sind, laden können. Hier würde doch ein 8er reinpassen, oder? Ein 16er? Ich glaube, hier passt sogar ein 16er rein. Genau. Kleinen Moment. Ich hab's gleich. Okay, wir machen das jetzt mal anders. Falls wir Handelsmissionen kriegen, tauschen wir das einfach mal. Ich lasse mal die Schildzellenbank hier und pack dafür doch wieder Schildbooster rein. Haut sogar hin. Wir haben sogar noch eine ganz... Halt. Nanu, gibt es hier keine A-Schild? Ach doch, warte mal. Die kann ich ja bloß hier oben jetzt kaufen. Genau. Da
Habe ich gerade wahrscheinlich auch den verkehrten reingebaut, genau. Ah, das haut hin. 15,68, sehr gut, wenn wir da was deaktivieren, dann haut das hin. Okay, wunderbar, da können wir noch schön Missionen machen. Modul gekauft, ja, ja. Die Frachtluke ist auf 2. Frameshift auf 2, ja, das haut schon hin, wenn wir da... Halt, 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 so. Genau, das kommt wieder auf die 2, damit wir die gleich scannen können, die bösen, bösen Leute. Was gibt's denn hier so in der Auftragstafel im unabhängigen System? Goldankauf, aha. Eine kleine Abschussmission, ist leider nichts dabei. Hier haben wir noch die Aufgabe, 9,13 Millionen derzeit abgegeben. Sehr gut, sind wir in den Top 5%. 3 Tiers sind noch. Ich denke mal, mit Tier 4 wären da 6 Millionen. Und so um die 10, 12 Millionen sind das bestimmt, die wir dann Bonus bekommen. Okay, dann legen wir erstmal los und fliegen hier hoch. Ach du Scheiße. Ach nee, ich hab's noch nicht geändert. Ach, Gott sei Dank. Ah, sieht schon besser aus. Nur 2 Zwischensprünge. Und dort steht noch der Adder rum. Können wir mal kurz reinschauen. Genau. Im Röntgen Horizons. Sehr gut. Wir müssen ja erstmal los, nicht dass wir noch Ärger bekommen, dass wir das Landepad zustehen. Fliegt ihr eigentlich mit kleinen Schiffen? Vollspeed aus der Station raus? Ich finde, das kann man ruhig machen, wenn man sich sicher ist. Klappt natürlich nicht immer. Aber spart schon ein bisschen Zeit beim Rauskommen. So, jetzt booste ich uns hier erstmal schön weg. Okay, haben wir jetzt mal eine leicht andere Konfiguration. So hatte ich es jetzt auch noch nicht. Mit Doppelwerfer, ohne Schildzellen. Dafür trotzdem 2 Schildbooster dabei. Und das haut dann schon ganz gut hin, denke ich. Auch jetzt sogar eine höhere Frachtkapazität, die wir sonst so nicht hatten. Dadurch, dass halt die Schildzellenbank fehlt. Können wir aber mal probieren, oder? Können wir auch mal Handelsmissionen vielleicht machen, die es dort gibt im System, Lorden. Denn es fehlen noch 3 Ränge, bis wir das Abwurfschiff mal kaufen können. Geld dafür hätten wir. Aber die Ränge fehlen halt nach wie vor noch. So. Es macht schon Bock, mit der Vulture kann man echt einiges anstellen. Wie viele Tonnen haben wir jetzt? 24 Tonnen müssten das sein. Genau, 24 Tonnen. Hätten wir vielleicht sogar was mitnehmen können ins System Lorden. Genau, wir können ja noch mal kurz in die Statistik schauen. Halt. 1330 Abschüsse. In der letzten Folge waren es 995, wenn ich mich recht erinnere, die wir da zum Schluss hatten. Mittlerweile übersteigen auch die Einnahmen der Kampfbelohnung, die der Kopfgelder um knapp 2 Millionen. Das wird langsam. Ne, auch die Ränge werden manchmal ab und zu ein bisschen höher. Abbau. Einnahmen aus Abbau 667.000. Das haben wir bestimmt seit 50 Folgen nicht gemacht. Doch, das reicht gar nicht. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, auf das Community Event in Quivira, geht noch eine Woche, wenn ihr das heute am Erscheinungstag der Folge seht, geht das noch genau 7 Tage ungefähr. Hätte noch genügend Zeit, ist gerade zur Hälfte ungefähr abgeschlossen. Das heißt auch so noch Zeit, um locker in die Top 15% oder so zu kommen, wo es dann auch noch einen schönen Bonus gibt. Und es gibt dann einen kleinen Trick bzw. Tipp, den ihr machen könnt. Habe ich noch nicht getestet, soll aber gut funktionieren, habe ich letztens gelesen. Springt einfach rein in das Kampfsystem. Ihr vermöbelt die ganzen großen Schiffe, ihr geht dann durch die Kontaktliste, schaltet erst die Anacondas, die Pythons und dann die ASPs ruhig noch aus. So, Moment, kurz Ziel wählen. Und dann, wenn keines der großen Schiffe mehr da ist, dann verlasst ihr einfach das Spiel, geht auf Speichern, also beziehungsweise Escape, Speichern zurück zum Hauptmenü, da müsst ihr 15 Sekunden warten, bis die Zeit abgelaufen ist.
weil ihr euch irgendwie in Gefahr befindet oder so, und dann seid im Hauptmenü, betretet einfach wieder das Spiel, startet direkt in der Kampfzone, wählt eure Seite und könnt direkt, weil dann alles neu berechnet wird, zumindest im Solo-Modus soll das so sein, könnt ihr dann direkt wieder die großen Schiffe nacheinander weghauen. Und dadurch soll man wohl eine ganze Menge Kopfgelder machen. Nicht Kopfgelder, diese Kampfbelohnung, weil halt nur, wenn er nur die großen Schiffe bekämpft. Weil sich da wohl letztens jemand auch gefragt hat, wie die Leute teilweise schon irgendwie 60, 70 Millionen haben können für so ein Community-Event, halt alleine abgegeben. Da wurde so ein bisschen drüber diskutiert und da schrieb das jemand. Könnt ihr gerne mal probieren. Ich denke, da kann man noch mal einiges mehr an Kopfgelder rausholen. Nicht an, ich sage mal Kopfgelder, an Kampfbelohnung. Also wenn man wartet, bis sie direkt wieder reinspringen, weil das halt neu berechnet wird. So dieses Standard-Kriegszonen-Szenario, das halt auch am Anfang, wenn wir reinspringen, große Schiffe dabei sind, hatten wir jetzt auch. Ich habe ja, gut, theoretisch war das am Anfang der Folge sogar so, als ich die nämlich gestartet habe, bin ich ja gerade rein ins Spiel und habe mich gestern dort ausgelockt. Und wir haben ja gesehen, es waren direkt große Schiffe dabei, ein paar Anacondas, Pythons, ASPs. Das hat dann schon eine Menge Geld gebracht. In der relativ kurzen Zeit waren das jetzt 300.000 oder so, die wir da nochmal gemacht haben, oder 200.000. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht, ob das schon unter Bug-Using... Bug-Using ist es vielleicht nicht, Exploit ist es jetzt auch nicht. Es ist halt einfach nur, weiß ich nicht, intelligentes Ausnutzen der vorhandenen, verfügbaren Spielmechanik oder sowas. Ist ja im Prinzip nichts Schlimmes. Weiß ich nicht. Könnt ihr vielleicht mal probieren und euch dann berichten, ob das so gut funktioniert. Mal schauen. Wir sind jetzt erstmal hier, machen wieder ein paar Missionen. Landen erstmal sicher. Hier steht halt noch der Adder rum, mit dem ich vor, das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, von Gliese hierher geflogen bin, um mit der Vulture wieder an einem Kampf in der Kampfzone teilzunehmen. Oh, Fahrwerk muss noch raus. Oh, das war knapp. Da bin ich leicht angeeckt. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich noch so schnell bin, aber durch das Quatschen habe ich vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Docking successful. Wunderbar. Angekommen. Gucken wir direkt mal rein in die Auftragstafel. Gibt es denn was Gescheites? Großes Logistiknetzwerk sucht nach sternweit erfahrenen Einkaufsexperten. Hä? Was soll das denn sein? 180.000? Ach so, die wollen 9-mal Gold. Wow, 180.000. Alter Schwede, das machen wir auf jeden Fall. Aber erst beim nächsten Mal. Das war's nämlich schon mal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schönes Wochenende dann auch. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.